Wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, schon wieder. Das Wochenende ist schon wieder fast rum. Echt nervig. 11:51 Uhr am 19.03.2017. Gestern haben wir bis um, ich glaube, 10:30 Uhr oder so DSA gespielt. 22:30 Uhr war so langsam Schluss. Leider hat Jesse abgesagt und wir waren nur zu dritt, beziehungsweise zu viert. Andi, Ingo, Hauke und ich. Hauke war auch ein bisschen später dran, aber das hat nichts gemacht, denn wir haben gestern noch Charaktere gesteigert und ein bisschen so gequatscht. Aber wie gesagt, so von 15 bis 22 Uhr ging dann das eigentliche Spielen. Und es war ganz schön, aber es fühlte sich nicht so besonders an, wie es sich vielleicht für einen Besuch von Ingo gehört. Die alten Zusammenkünfte, die waren irgendwie, ja, bedeutungsvoller. Gestern haben wir uns durch einen Dschungel gekämpft, haben mit irgendwelchen Eingeborenen uns auseinandersetzen müssen und irgendwelche Sklavenhändler zurechtgewiesen, was auch immer. Wie gesagt, es war ein schöner Nachmittagabend, es war recht unterhaltsam und ja, heute ist wie gesagt Sonntag. Ingo und Andreas sind heute im Hackerdamm und werden ein bisschen Tabletop spielen und ich werde gleich ein bisschen Elite Dangerous spielen. Ich habe mir gestern den Beluga Liner geholt, das größte Personentransportschiff, was es in Elite Dangerous momentan gibt. Und das werde ich dann mal ausprobieren. Mit Patienten wollte ich schon sagen, ja, mit Fluggästen zu besetzen und dann von System A nach B und C und D und was weiß ich zu fliegen. Und mal zu gucken, was das dann am Ende an Kohle bringt. Ansonsten muss ich heute noch ein bisschen was arbeiten, deswegen streame ich jetzt erstmal gegen 12, Viertel 1, 3 Stunden. Dann mache ich meinen Arbeitskram, dann streame ich nochmal und um 20 Uhr habe ich nochmal ein Skype-Telefonat mit einem Freelancer, den ich ein bisschen unterstütze bei Internetsachen. Aber nur eine halbe Stunde habe ich ihm gesagt, weil auf den Sonntagabend will ich eigentlich nicht arbeiten, sondern da liege ich entweder auf der Couch und gucke Serien und Filme oder spiele halt Computer, aber zerbreche mir nicht den Kopf über irgendwelche Website-Strukturen oder Facebook-Seiten oder was auch immer. Falls ihr euch wundert, was ich für ein T-Shirt anhabe, das ist noch von der Destination Star Trek aus, war das Frankfurt, wo wir waren? Ich glaube ja. Wieder falsche Seite hier. Destination Star Trek Germany. Das ist noch ein altes T-Shirt. I am Romulan. Tief im Herzen bin ich ja doch ein Romulaner und kein Föderationsmitglied. ja, das habe ich heute im Schrank gefunden und dachte mir so, ach komm, ziehst du mal wieder an. Grün ist auch eine schöne Farbe. Und ja, jetzt wie gesagt, werde ich erstmal kurz zum Späti runter, mir eine Schrippe kaufen, damit ich was essen kann. Und dann irgendwie so in 10, 15 Minuten werde ich dann bei Twitch und YouTube online sein und mal zusammen mit euch den Beluga-Liner oder das Beluga-Schiff näher erkunden. Ich habe gestern schon ein bisschen angefangen, es auszurüsten, aber noch nicht so zu 100%. Und heute bin ich mal gespannt, wie sich das Ding dann fliegt und wie der Profit am Ende aussieht. Also wie viel Umsatz macht man denn mit den Passagiermissionen? Ist das eine gute Alternative zu Robigo? Ich denke schon. Also dann, wie gesagt, habt erstmal einen wunderschönen Sonntag, auch wenn es grau in Berlin ist zumindestens. Macht was Schönes aus dem Tag und wir sehen uns entweder gleich im Livestream oder dann wieder morgen Vormittag beim täglichen Vlog. Also, bis dann. Tschüss.